Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Forschungsgipfel. Ich bin heute sehr gerne hier nach Berlin gekommen, weil es in diesem Moment wohl keinen zweiten Ort gibt, an dem so viele wissenschaftliche Kompetenz versammelt ist. Und weil dieser Gipfel ein ebenso großes wie wichtiges Thema sich vorgenommen hat, nämlich wie schaut es aus mit dem Innovationsstandort Deutschland, die Zukunft des Innovationsstandorts Deutschland. Die Frage deshalb, wie denkt die Wirtschaft über den Innovationsstandort und was läuft gut und wo haben wir Nachholbedarf? Auf diese Fragen will ich heute eingehen. Dazu habe ich Ihnen zwei Fakten und zwei Thesen mitgebracht. Fakt Nummer eins: Innovationen bleiben der Motor für den Industriestandort Deutschland. Und nirgendwo ist das so offensichtlich wie in unserer Branche. Hocheffiziente Benzin- und Dieselmotoren, alternative Antriebe wie der Plug-in-Hybrid und auch die E-Fahrzeuge, Allrad, Doppelkupplungsgetriebe, Antiblockiersystem, Start-Stopp-Automatik, intelligenter Leichtbau, etwa mit Aluminiumkarosserie oder hochfesten Stählen und natürlich moderne Fertigungsverfahren wie die Warmumformung. Das und vieles mehr, meine Damen und Herren, sind Innovationen made in Germany. Die Menschen wissen, bei den deutschen Automobilherstellern bekommen sie ein Plus an Qualität, an Effizienz und auch an Komfort. Und genau deshalb sind unsere Fahrzeuge weltweit so gefragt. In Europa, genauso wie in China, genauso wie in den USA. Und Innovationen waren und sind das Fundament für den Erfolg der Schlüsselbranche Auto. Und ich möchte behaupten, das Gleiche gilt für den Standort Deutschlands insgesamt. Fakt Nummer zwei: Die industrielle Wertschöpfung erlebt gerade einen dramatischen Wandel. Getrieben wird dieser Wandel einerseits von neuen disruptiven Technologien wie der Elektromobilität und natürlich der Digitalisierung. Andererseits registrieren wir aber auch einen tiefgreifenden Wandel der Kundenwünsche und auch der Kundenwerte. Nehmen Sie das Automobil. Junge westliche Großstädter haben heute oft einen anderen, rationaleren Blick auf das Auto als meine Generation. Und hier in Berlin wird das sicher besonders deutlich. Für die jungen Leute ist Mobilität nach wie vor ein Grundbedürfnis. Aber das Auto wird mehr und mehr zum Teil einer voll vernetzten intermodalen Mobilitätswelt. Und Smartphones und mobiles Internet eröffnen hier natürlich ganz neue Möglichkeiten. Für uns als Unternehmen heißt das, es reicht nicht mehr aus, sich nur auf das Produkt Auto zu konzentrieren. Wir müssen uns verstärkt auch als Dienstleister rund um das Auto verstehen, als eine Art Mobilitätsermöglicher. Klar ist, der Innovationsdruck in unserer Branche steigt unaufhörlich. Und, Sie lesen es hier auch, es drängen zunehmend neue, branchenfremde Akteure in unser Geschäft. In anderen Industrien ist das im Übrigen genauso, sei es im Maschinenbau, in der Logistik oder auch in der Medizintechnik. Auch dort haben amerikanische IT-Konzerne inzwischen zum Angriff geblasen. Allein Google hat in den letzten Wochen 8 Roboterfirmen gekauft und übernommen. Das ist schon bemerkenswert. Das, meine Damen und Herren, führt mich zur entscheidenden Frage: Wie bleibt Deutschland der Innovationsstandort Nummer 1, auch und gerade in diesen Zeiten des Wandels? Und damit bin ich bei meinen beiden Thesen. These Nummer 1: Deutschland muss sein bewährtes Innovationsmodell auf die neuen Zukunftsfelder ausweiten, allen voran natürlich auf die Digitalisierung. Sie alle kennen die Stärken, die unser Land heute auszeichnet. Ein ausgezeichnetes Bildungs- und Ausbildungssystem, hervorragende Forschungseinrichtungen von den Hochschulen über die Max-Planck-Gesellschaft bis zu Fraunhofer, um hier nur einige zu nennen, und natürlich eine Vielzahl von innovativen Großkonzernen und natürlich auch innovativen Mittelständlern.
Gemeinsam bilden wir einen Innovationskreislauf, der meines Erachtens weltweit seinesgleichen sucht. Am Anfang steht wie immer die Grundlagenforschung, sie gewinnt Erkenntnisse, aus denen im Anschluss die angewandte Forschung aufbaut. Dann geht es um den Transfer vom Labor in die Praxis, also um die Entwicklung konkreter marktfähiger Produkte. Und schließlich, meine Damen und Herren, das wird häufig vergessen, produzieren wir diese Produkte auch sehr erfolgreich hier in Deutschland. Ich halte dieses Wechselspiel von Entwicklung und Produktion für elementar. Denn die Erfahrung zeigt, es braucht die heimische Fertigung, um auch in Sachen Entwicklung führend zu sein. Und es braucht die heimische Fertigung, um unsere Ansprüche an Qualität, Technologie und Arbeitsbedingungen zu erfüllen. Sie wissen, ein Konzern wie Apple lässt seine Produkte nahezu ausschließlich bei Zulieferanten in Asien fertigen, nur teilweise fragwürdigen Bedingungen. Ich sage hier klar und deutlich, das ist nicht unsere Vision. Zumal es sich beim Automobil und seinen Komponenten um hochkomplexe Produkte handelt, bei denen physikalische Zusammenhänge, Feinstmechanik und Maschinenbau extrem wichtig sind. Es ist sicher einfacher, Leiterplatten irgendwo fertigen zu lassen als Bauteile für ein Auto. Unser Ziel ist es, den Entwicklungs- und Produktionsstandort Deutschland stark und wettbewerbsfähig zu halten. Und genau deshalb investiert unser Konzern bis 2018 über 85 Milliarden Euro. Und mehr als die Hälfte dieser Sachinvestitionen geht nach Deutschland. Und genau deshalb pumpen wir viel Kraft und auch Geld in diesen beschriebenen Innovationskreislauf. Im vergangenen Jahr hat unser Konzern über 11,5 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aufgebracht. Mehr als jedes andere Unternehmen weltweit. Und fast 80% davon entfallen auf Deutschland. Wir beschäftigen einen Großteil unserer 46.000 Forscher und Entwickler hier in Deutschland. Wir arbeiten intensiv mit unseren 2.300 Zulieferanten aus Deutschland zusammen, von Bosch über Conti bis KUKA. Und wir kooperieren hierzulande mit 190 Hochschulen und Forschungsinstituten. Weltweit sind es über 280. Ein aktuelles Beispiel, wie wir uns die Zusammenarbeit vorstellen, ist die Open Hybrid Lab Factory, die in Wolfsburg entsteht. In der Sache dabei geht es um wirtschaftlichen Leichtbau und innovative Werkstoff- und Fertigungstechnologien. Aber entscheidend, meine Damen und Herren, ist die Art und Weise der Zusammenarbeit. Wir reden hier über einen Forschungscampus, auf dem neben Volkswagen drei Fraunhofer-Institute, die TU Braunschweig, BASF, ThyssenKrupp und andere Hand in Hand arbeiten. Für mich ist das ein neues Modell der Kooperation, das Schule machen sollte. Meine Damen und Herren, in Summe kann man sicher feststellen, der Innovationsstandort Deutschland ragt heraus. Wir sind im industriellen Bereich vielfach Technologieführer, auch bei der sogenannten Industrie 4.0, also der digitalen Vernetzung von Maschinen und Anlagen. Und wir beherrschen vor allem den Transfer von der Wissenschaft in konkrete kundennahe Industrieprodukte und Lösungen. Wir sind hier sicher dem Hightech-Land USA in der Beziehung voraus. Noch muss man allerdings einschränkend hinzufügen, denn mit dem neuen beschriebenen Wandel der industriellen Wertschöpfung rücken neue Technologien und neue Kompetenzen in den Mittelpunkt. Und hier haben wir als Standort teilweise erhebliche Schwachstellen. Sei es bei der künstlichen Intelligenz oder Big Data, oder sei es bei der Batterieentwicklung oder auch neuen Werkstoffen. Ich gebe Ihnen einige Anhaltspunkte aus dem Bereich Digitalisierung. So sind deutsche Schulen de facto computerfreie Zonen. Selbst in Chile und Tschechien wird mehr für die digitale Bildung getan. Volkswagen hat inzwischen ein eigenes Qualifizierungsprogramm aufgelegt, um unsere Auszubildenden mit den notwendigen IT-Kompetenzen auszurüsten. Auch beim Breitbandausbau, beim E-Government oder beim E-Commerce ist Deutschland im internationalen Vergleich bestenfalls Durchschnitt. Und so verwundert es nicht, dass es kaum einen deutschen
IT-Konzern von Weltrang gibt. Wir sind in Sachen Elektronik vielfach auf internationale Partner angewiesen aus den USA, aus Südkorea oder Japan. Dorthin wandert natürlich dann auch ein Teil der Wertschöpfung. Aber auch abseits der Digitalisierung tun sich aus meiner Sicht Lücken auf. Beispiel Batterietechnologie. Früher, zu meiner Studienzeit, war Deutschland in dieser Kerntechnologie hervorragend aufgestellt. Anfang der 90er Jahre hat die Volkswagen und Daimler-Tochter Taug zusammen mit Warta zum Beispiel Nickel-Metallhydrid-Batterien entwickelt. Leider haben wir diese Entwicklung schleifen lassen. Und in deutschen Hochschulen kam das Fach Elektrochemie, was die Basis ist für Batterieentwicklungen, lange Zeit überhaupt nicht mehr vor. Heute sind uns Amerikaner und Japaner bei dieser Schlüsselthematik weit voraus. In der Forschung und auch in der industriellen Anwendung. Ich selbst bin regelmäßig in Stanford, USA und im Silicon Valley, weil dort unter anderem die Batterie mit Festkörper-Elektrolyt vorangetrieben wird. Und wenn diese Technologie, meine Damen und Herren, irgendwann serienreif wird, ist das Reichweitenproblem der Elektroautos gelöst. Man muss also leider deutlich sagen, für die Zukunft der Batterietechnologie, und die ist wirklich wichtig für die E-Autos, ist Kalifornien derzeit wichtiger als Bayern oder Baden-Württemberg. Und meine Damen und Herren, wer mich kennt, der weiß, ich bin kein Schwarzmaler. Fakt ist, der Innovations- und Industriestandort Deutschland bringt alles mit, um weiterhin eine Führungsrolle zu spielen. Aber Fakt ist eben auch, die Risiken wachsen und das, meine Damen und Herren, sollten wir sehr ernst nehmen. Um unser bewährtes Innovationsmodell auf die neuen Zukunftsfelder zu übertragen, braucht es daher aus unserer Sicht eine konzertierte Aktion. Eine gemeinsame, kraftvolle Innovationsoffensive von Schulen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen sowie auch Politik. Und mit klarem Fokus auf Leuchtturmtechnologien, zum Beispiel Materialwissenschaften, Batterietechnologie oder auch IT. Sicher, manches ist bereits erfolgreich unterwegs, aber ich bin überzeugt davon, es braucht deutlich mehr. In diesem Zusammenhang, die Bundeskanzlerin ist ja noch nicht da, man kann es ja auch sagen, denke ich auch an die voraussichtlichen Steuermehreinnahmen des Bundes von 38 Milliarden Euro bis 2019. Und ich frage, warum dieses Geld nicht, zumindest teilweise, in eine große Innovationsoffensive investieren. Das wäre aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, die beste Innovation für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Ja, meine Damen und Herren, Geld ist für Forschung und Innovation ohne Zweifel wichtig. Und das nochmal am Beispiel Stanford zu verdeutlichen. Die Universität Stanford, Hochschule Stanford, verfügt bei rund 15.000 Studenten, 15.000, über ein Jahresbudget von 5 Milliarden US-Dollar. 5 Milliarden US-Dollar. Vergleichszahl TU Braunschweig hat ähnlich viele Studenten, kommt umgerechnet auf gerade mal 340 Millionen US-Dollar. Also weniger als ein Zehntel. Das zeigt den großen Unterschied, was in den USA passiert und bei uns. Und trotz des hohen persönlichen Einsatzes an unseren Universitäten muss man leider sagen, diese Lücke spürt man. Bei der technischen Ausstattung, bei den Forschungsbedingungen und natürlich auch bei der Anziehungskraft für junge Wissenschaftler, internationale Wissenschaftler. Aber Sie wissen auch, Innovationen sind eben nicht nur eine Frage des Geldes. Es kommt auch auf die weichen Faktoren an, etwa auf das Zusammenspiel von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik und auf die Mentalität, oder wenn Sie so wollen, die Kultur, mit der ein Neues herangegangen wird. Deswegen meine zweite These lautet deshalb, der Innovationsstandort Deutschland braucht mehr Risikobereitschaft und vor allem mehr Tempo. Zugegeben, in diesen Disziplinen waren die Deutschen noch nie Weltspitze. Den Begriff der German Angst halte ich allerdings für übertrieben. Auch von einer German Zurückhaltung kann man zweifellos sprechen. Bislang war das kein gravierender Standortnachteil. Aber wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass das so bleibt. Denn während wir hier in Berlin über diese Themen diskutieren,
werden anderswo bereits Fakten geschaffen. Tesla als Beispiel baut in Nevada die größte Batteriefabrik der Welt. Apple engagiert neuerdings reihenweise Autoexperten. Und nicht nur Google arbeitet intensiv am Roboterauto, sondern auch chinesische IT-Riesen wie Baidu oder Alibaba. Wie gesagt, der Innovationsdruck steigt und die Innovationszyklen werden immer kürzer. Unser Innovationssystem ist dafür noch nicht ausreichend gerüstet. Man sollte ja bekanntlich zuerst vor der eigenen Haustür kehren. Deshalb zunächst zu den Entscheidungsstrukturen in den Wirtschaftsunternehmen. Einerseits sind unsere, bei Volkswagen meine ich jetzt, etablierten Strukturen, Gremien und Prozesse die Grundlage für fundierte Entscheidungen. Und nur mit einem dezidierten Produktentstehungsprozess können wir sicherstellen, dass beim hochkomplexen Produkt Auto nichts schief geht. Andererseits sind natürlich diese engen Vorgaben oft ein Hemmschuh für schnelle Innovationen oder für mutige Vorstöße in neue Bereiche. Wir bei Volkswagen wissen das und deshalb steuern wir dagegen mit unserem Zukunftsprojekt Future Tracks. Das ist unser Zukunftsprogramm, um den Konzern schneller, offener und flexibler zu machen. Kurz, um ihn fit zu machen für die wachsenden Herausforderungen. Ein weiteres Stichwort lautet Risikokapital. Zwar hat sich bei der Finanzierung von Start-ups zuletzt einiges getan. Der Rückstand gegenüber den USA ist allerdings nach wie vor gewaltig. In den USA wurden im Jahre 2014 über 50 Milliarden US-Dollar in Start-up-Unternehmen investiert. In Deutschland war es nicht mal 3 Milliarden. Schließlich zum Stichwort Forschungsförderung. Was bei uns an Bürokratie, das wissen Sie sicher besser als ich, und Antragszeiten einkalkuliert werden muss, passt einfach nicht mehr in die Zeit. Wenn man die Politik fragt, wieso die Prüfung von Anträgen derart lange dauert, dann wird meist auf die Sorgfaltspflicht verwiesen. Ich glaube, beim Bau von Flughäfen und anderen Infrastrukturprojekten hat es unsere volle Rückendeckung. Bei Forschungsförderung ist das dagegen oft sehr kontraproduktiv. Hier braucht man schlicht mehr Risikobereitschaft und mehr Tempo. Sprich, es braucht eine neue deutsche Innovationskultur. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß natürlich auch, die Verhaltensmuster und Mentalitäten lassen sich von heute auf morgen nicht ändern. Aber wir sollten diesen Wandel gemeinsam vorantreiben. Es geht darum, unsere alten Stärken zu bewahren und zugleich neue Stärken zu entwickeln. Allen voran mehr Risikobereitschaft und Tempo. Technologien, Wertschöpfung, Kundenanforderungen. In den kommenden Jahren, meine Damen und Herren, davon bin ich überzeugt, bleibt kein Stein auf dem anderen. Und unser Anspruch muss es sein, hier in Deutschland, in dieser neuen Welt, eine Führungsrolle zu übernehmen, technologisch und wirtschaftlich. Und meine Damen und Herren, ich bin überzeugt davon, wir können das. Weil wir im Maschinenbau, bei Sensorik und Elektronik mit unseren Fahrzeugen sicher zu den Besten der Welt gehören und weil wir auf ein Forschungs- und Hochschulcluster bauen können, das, wie ich meine, weltweit einmalig ist. Deswegen lassen Sie uns darauf aufbauen und deswegen vielen Dank für die Aufmerksamkeit.